Hallo zusammen, mein Name ist Muffinma und ich möchte heute mit euch ein bisschen über Spieleentwicklung reden. Ich war hier ein bisschen unterwegs im Internet, im weiten Internet, und da gab es diese lustige Seite, Artist Studio. Und da gibt es ganz viele Spielideen, ganz viele Concept Arts, auch zu filmen was, und dachte mir, oh, das sieht ja ganz niedlich aus und ganz cool. Es sind immer so kleine Ideen, wie man daraus ein Spiel machen könnte. Und das finde ich ganz schnieke und dachte mir so, hey, vielleicht gibt es ja auch einen von euch, der auch eine coole Spielidee hat und der das gerne umgesetzt haben will, der sich aber jetzt nicht so sehr mit Programmieren auskennt oder jetzt nicht so der Beste im Zeichnen ist oder mit 3D-Modellen nichts anfangen kann. Das kann ja alles sein, und da möchte ich euch einfach helfen, euren Traum zu realisieren. Denn ich weiß ganz genau, wie ich mich damals 2013 gefühlt habe. Ich hatte null Ahnung von Programmierung und dachte mir so, ach scheiße, oh, ich kann jetzt kein Spiel machen, aber ich habe so Bock drauf. Und deswegen möchte ich euch da mal zur Seite stehen und sagen, hey, ich kann euch da helfen. Und zwar, ja, wäre es cool, wenn ihr so ein paar Concept Artists, ein paar Concept Arts habt, also so ein paar Charaktere zum Beispiel, oder einfach das Ganze schon mal aufgeschrieben habt. Ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr das alles noch nicht gemacht habt. Aber wir können uns dann zusammensetzen und zusammen an eurer Idee arbeiten. Und ich hab Bock, jemandem zu helfen bei seinem Traum. Und wenn ihr wirklich sagt, okay, ich hab da wirklich was, ich hab da Bock drauf, dann schreibt mich einfach direkt an, also in Discord am besten. Und dann finden wir eine Lösung, ne? Also wir würden uns dann zusammensetzen und wirklich anfangen. Wir würden das Ganze vor allem dann mit Unity machen. Das heißt, ich kann euch eine Android-App machen. Ich kann das Ganze webbasiert machen, dass man es auch im Browser spielen kann. Ich kann es so machen, dass ihr es als Windows-Anwendung habt. Das geht alles. Das ist so ein kleines Game Jam-Spiel, was ich auch in einem anderen Video vorgestellt habe, kann ich euch ja mal verlinken. Und das hat eben Networking drin. Das heißt, online spielen geht auch. Ich kann euch auch ein Online-Spiel bauen. So, aber erstmal, warum soll ich denn derjenige sein, der euch mit eurer tollen Idee hilft? Naja, also ich habe hier ein paar Games gemacht und ich weiß einfach, wie es geht, langsam. Würde ich jetzt mal behaupten. Wenn ihr denkt, das ist nicht so, dann schaut mal meine Games an. Lasst euch selber überzeugen, spielt die auch mal an. Guckt mal, ob die gut programmiert sind. Würde mich interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ich habe hier 12 Games insgesamt gemacht. Drei davon sind bei einer Game Jam entstanden. Oder vier, ich glaube vier. Und ja, zwei davon sind Networking, also Mafi-Clicker Online und Sea Brawl, sind eben im Netz spielbar. Hier unten ist es. Und ja, das ist Offline, Singleplayer, das ist Local, 1 gegen 1. Das hier ist ein kleiner Survival-Shooter. Fly habe ich auch oft vorgestellt. Da kann man fliegen und die Gegend erkunden, Sachen einsammeln. Hier muss man sich schnell entscheiden. Ist eine Android-App. Also, ich habe ziemlich viel schon hinter mir und weiß langsam, wie es geht, und will euch einfach mal zur Seite stehen, wenn ihr da sagt, ihr habt Bock drauf. Wenn ihr sagt, ich bin mir nicht so sicher, aber schauen wir mal, dann eher nicht. Also ich will eher die Leute jetzt abholen, die wirklich hinter ihrer Idee stehen und die wirklich Bock auf ihre Sache haben. Und dann, denke ich, wird das schon, ne? Wir würden es dann so machen, also ein Game zu erstellen ist natürlich was anderes als ein Game zu spielen. Ein Game zu erstellen kostet Arbeit und Zeit für mich. Das heißt, wir würden dann, was euch lieber ist, irgendwie einen Endbetrag ausmachen. Ja, wenn das Projekt fertig ist, kriegst du so und so viel. Oder halt eine Stundensumme, was euch dann lieber ist, ne? Aber Achtung, der Erste, der jetzt in die Kommentare schreibt, und hier ich, der Erste, der mich in Discord anschreibt, die erste Person kriegt eine Stunde kostenlos. Das möchte ich euch schenken, und damit ist eigentlich alles gesagt, ne? Also, ich kann euch ja nochmal einen Game zeigen. Hier, Fueled by Blood ist ein Game Jam Spiel, das im Moment buggy ist. Sehr schön. Da habe ich die neue Version natürlich noch nicht hochgeladen. Deswegen
geht das nicht. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Applaus, Applaus. Das ist auch mein einzigstes Game, was nicht hier ausführbar ist. Sehr geil. Ach so, warum kann ich überhaupt 2D-Sachen umsetzen? Naja, ich habe hier so ein riesen geiles Wacom-Tablet. Also da kann ich richtig geil zeichnen, wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht zeichnen. Genau, das ist Unreach. Ein kleiner Survival-Shooter. Musik ist jetzt natürlich nicht passend, aber ich denke, das Prinzip ist klar. Sound ist drin, man kann Sachen aufsammeln und die Zombies sind extra dumm. Darauf habe ich besonderen Wert gelegt. Genau, das kann man natürlich auch in die Luft jagen. Genau, und man muss halt so lange wie möglich überleben. Die Rekordzeit unten, die ihr nicht so doll seht, weil ich hier 4K habe. Aber ganz unten rechts seht ihr ganz klein die Kills und das Leben, das man hat. Und genau, das ist eben, das wird gespeichert. So, jetzt aber auch genug des Guten. Und in dem Sinne würde ich euch sagen, auf geht's. Der Erste, der mich anschreibt, hat eine Stunde kostenlos. Und ich hoffe, ich kann euch mit eurem Traum da helfen, beziehungsweise mit eurem Wunsch. Es kann eine App sein, es kann eine Anwendung sein, kann webbasiert sein. Wie gesagt, Leute, ich hab Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und los geht's. Ciao.